Ganz herzlichen Dank für die Einladung. In einer der Einladungen, die rumging zu diesem wunderbaren Event heute, trug ich einen Doktortitel, der mir netterweise schon angehängt wurde. Ich arbeite aber tatsächlich noch an der Doktorarbeit, wie Anne schon gesagt hat. Und eine der Arbeiten, mit der ich mich beschäftige, ist diese hier. Genau, also das ist eine der Arbeiten, die ich in meiner Doktorarbeit untersuche. Das ist die 16mm Filmarbeit von Tessie Tardin namens Palast. Und die werde ich heute in diesem kunsthistorischen Crashkurs vorstellen, und zwar mit einer kritischen Werkanalyse. Also wir werden uns diese Arbeit wirklich nochmal ganz genau anschauen, und dadurch möchte ich gerne zeigen, dass man durch so eine ganz genaue Werkbetrachtung wirklich auch nochmal zu anderen Interpretationen kommen kann, als oberflächlich erstmal gedacht. Also diese Arbeit zeigt in 42 Einstellungen die Fassade eines ikonischen Berliner Bauwerks. Ich glaube, alle hier wissen, worum es geht. Es geht um den Palast der Republik, Sitz der Sozialistischen Einheitspartei, der DDR, zudem Vergnügungstempel und so weiter, 1976 eingeweiht, ab 1990 leerstehend und zwischen 2008 und 2010 rückgebaut. Wir kennen alle die Geschichten. Hier zwei Bilder, einmal von Beginn, kurz nach Fertigstellung, die obere Hälfte, und unten zu Beginn der 2000er Jahre, ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, also in dem Zustand, zu dem Zeitpunkt, als Tessie Tardin die Arbeit gemacht hat. Tessie Tardin filmt also die Spiegelungen in dieser Fassade in 42 Einstellungen, und ganz klassisch kunsthistorisch schauen wir uns jetzt das Werk erstmal nochmal ein bisschen genauer an. Es wird ein zweiminütiger Ausschnitt aus diesem 10-minütigen Werk sein, und zwar die ersten 2 Minuten ungefähr. Hat Annika super gemacht. Und eigentlich war das jetzt gerade eine kleine Geduldsübung. Nein, also ich habe diese Arbeit aus 2 Gründen für heute Abend ausgewählt. Erstens, immer wenn ich die irgendwo gezeigt habe, wo die Leute nicht so viel mit Kunst zu tun hatten, kam immer die Frage, warum macht man sowas jetzt? Also was ist daran jetzt so interessant, so eine Fassade 10 Minuten lang abzufilmen?
Und da steckt einfach unglaublich viel drin in der Arbeit und das möchte ich ganz gerne kurz anreißen heute Abend. Und das Zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass man zu einigen der kursierenden Interpretationen zu diesem Werk einfach wirklich noch was dazufügen könnte. Denn einige Kritiker haben den Film bisher immer als Porträt einer gescheiterten Utopie gesehen. Also eine Kritikerin schreibt beispielsweise, Zitat, "The failure of utopia, a theme that runs through Dean's work, emerges here as an attempt to make sense of Berlin's recent past." Zitat Ende. Das möchte ich ganz gerne nochmal hinterfragen. Geht es hier wirklich tatsächlich um diese gescheiterte Utopie der DDR? Geht es hier um Berliner Politikgeschichte? Ich würde sagen, nur ganz hintergründig. Denn vielmehr scheint mir hier ein ganz anderes Thema zentral, wenn man ganz genau hinschaut. Und ich möchte zeigen, dass es ihr vielmehr um bestimmte Aufnahme- und Wahrnehmungsmodi geht, dass es ihr also eigentlich um das Medium Film geht und nicht so sehr um den Palast selbst. Schauen wir also noch mal genauer hin. Was haben wir genau gesehen? Wir haben gesehen die bronzegoldene Fassade aus Thermoglas, die die Künstlerin mit starkem Zoom immer ins Zentrum des Filmes stellt, die die Umgebung durch das Licht der Sonne spiegelt. Die Kamera verharrt jeweils still auf einem Motiv, das im Schnitt alle 15 Sekunden wechselt. Die Geräuschkulisse erklingt homogen, Autos und Passanten sind während der wechselnden Bilder durchgängig zu hören. Gerade die Tonspur evoziert ein Gefühl des Alltags. Die Geräusche unterstreichen, dass Dean hier kein besonders herausstechendes Moment festhalten möchte, sondern einen Anblick, der zumindest 2004, dem Entstehungsjahr der Arbeit, zum Alltag gehörte. Die Einstellungen werden immer dunkler zum Ende des Films, das haben Sie ja jetzt nicht gesehen, und der Film endet schließlich dann mit dem Untergang der Sonne. Es ist immer sehr hilfreich, sich auch nochmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich nicht dargestellt in dem Film? Also hier gibt es vordergründig betrachtet keine anderen Motive als die Palastfassade selbst. Es gibt aber auch keine einzige Einstellung, in der der Palast als ganzes Gebäude zu sehen ist. Es gibt keine Narration und es gibt beispielsweise auch keinerlei Hinweise auf die politische Vergangenheit des Gebäudes. Also keine Symbole oder fehlenden Symbole. Und auch Vergleichsbeispiele sind natürlich immer ganz hilfreich, um eine Arbeit fassen zu können. Und dann merken wir ganz schnell, dass andere KünstlerInnen diese Arbeit sehr viel inhaltsbezogener inszeniert haben. Nicht diese Arbeit, sondern dieses Gebäude, meine ich, diesen Palast. Zum Beispiel hier 2001 eine Arbeit von Nina Fischer und Marwan El-Sani. Die haben den ehemaligen Saal der Volkskammer, nachdem er dann asbestsaniert war, und sozusagen als Weißbereich galt, so heißt es, wenn etwas asbestsaniert ist, so heißt auch die Arbeit, PDR Weißbereich, die haben die mit der Kamera umrundet, diese ehemalige Volkskammer. Und damit haben sie sozusagen auch gezeigt, dass da jetzt so eine Leere entstanden ist, sozusagen ein Vakuum. Ich habe hier nochmal eine Folie mitgebracht, wo man das auch nochmal ganz deutlich gegenübergestellt sieht, also die ehemalige Volkskammer und wie sie da 2001 aussah. Und noch ein anderes Beispiel ist ein Film von Ranald Reynolds, Letzter Tag der Republik, Last Day of the Republic von 2010, der wirklich auch in 16 mm Film übrigens den Rückbau des Palastes in den Blick nimmt und den kombiniert mit einem Gedicht von Gerhard Falkner, wo ganz, ganz explizit sozusagen der Rückbau des Palastes kritisiert wird. Also da hat man ganz klar Bezugnahme auf das Gebäude selbst in diesen Arbeiten. Ich möchte gar nicht sagen, dass die politische Vergangenheit dieses Gebäudes für unsere Rezeption nicht irgendwie wichtig sein sollte. Die muss natürlich in unsere Betrachtung mit einfließen. Aber eine genauere Werkbetrachtung zeigt, dass die Arbeit ihr eigentliches reflexives Potenzial eher aus einer ästhetischen als aus einer politischen Lesart zieht. Und dazu betrachten wir tatsächlich das Motiv auch noch mal ein bisschen genauer. Was ist also das zentrale Motiv dieses Films? Der Film heißt natürlich Palast.
sehr gut erhalten ist jetzt zum Entstehungszeitpunkt der Arbeit nicht mehr, wie diese Folien hier zeigen, die also wirklich die Verfallsspuren zeigen. Aber sie zieht das ästhetische Potenzial des Films daraus, dass sie diese Verfallsspuren kontrastiert mit diesen goldenen Spiegelungen, die immer wieder zu sehen sind. Angesichts der vorherrschenden Deutungen der Arbeit muss aber nochmal ganz deutlich unterstrichen werden, dass das Gebäude nicht das eigentliche Bildmotiv ist. Das heißt nicht, dass es nicht um den Palast geht, aber wie gesagt, in keiner Einstellung ist er als Ganzes zu sehen. Hingegen sehen wir teilweise minutenlang, wie die Wolken vorbeiziehen. Also so eine ganz ruhige, kontemplative Wolkenbetrachtung. Und ja, nur zweimal ist eine Neonlampe, wie man hier sieht, aus dem Inneren des Gebäudes zu sehen, deren grelles Licht sich gegen die Fassade durchsetzen kann. Und alle anderen Motive kommen eigentlich von außerhalb der Palastfassade. Also die sind für die Künstlerin, die sozusagen im Rücken der Künstlerin und für uns auch nur immer über die Spiegelung zu sehen. Und auch das würde meiner Meinung nach dafür sprechen, dass dieses Gebäude nicht als politisches Gebäude im Fokus der Arbeit steht, sondern als Medium von Wahrnehmungsphänomenen. Genau, wichtig ist natürlich auch immer, die KünstlerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Und Tessita Dean hat sehr viel über ihre eigenen Arbeiten geschrieben. Und in ihrer Anthologie Seven Books Grey ist auch ein Text über Palast veröffentlicht. Und der beginnt mit den folgenden Worten. So, und jetzt aufgepasst. It is the building that always catches and holds the sun in the gray center of the city. Its regime orange reflective glass mirroring the setting sun perfectly as it moves from panel to panel along its checkered surface. Also sie rückt das Licht auch gleich wirklich in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung, ihrer eigenen Arbeit. Und sie ist sich natürlich der DDR-Geschichte bewusst. Sie sagt Regime Orange und sie spricht auch von einer totalitären Ästhetik. Aber dass der Palast so ein zentrales Gebäude der DDR war, war ihr nach eigener Aussage zum Zeitpunkt, als sie diese Arbeit gefilmt hat, gar nicht so unbedingt bewusst. Also Zitat, it was just another abandoned building of the former East that beguiled me despite its apparent ugliness, tricking and teasing the light. Also wieder das Licht. Auch am Ende des Textes steht noch einmal das Licht im Vordergrund, als sie von der Entscheidung für die Rekonstruktion des Stadtschlosses an derselben Stelle, wo der Palast stand, berichtet. Zitat, the wedding cake won and the Palast der Republik was condemned. Soon Museum Island will be homogenized into stone white fakery and will no longer twinkle with a thousand Setting Suns. Zitat Ende. Also entgegen der Erwartungen, die der Werktitel Palast weckt, stehen Licht und Sonne und ihre Reflexionen eigentlich im Mittelpunkt dieser Arbeit. Es ist anfangs noch ein gleichmäßig diffundiertes, sattgelbes Licht, suggeriert die Lichtveränderung schließlich den Zeitverlauf und die Sonne geht unter. Die letzten Einstellungen zeigen das Neonlicht aus dem Inneren des Palastes, als löse es nun nach dem Sonnenuntergang das natürliche Licht ab. Die letzte Einstellung zeigt schließlich das Spiegelbild, der in fast vollständiger Dunkelheit sich nun nur gegen einen leicht helleren Himmel absetzenden Kuppel des Berliner Doms. Mit dem Verschwinden der letzten Sonnenstrahlen nimmt auch Palast ein Ende, wie um zu verdeutlichen, ohne Sonnenlicht kein Film. Und über das Medium 16mm Film gäbe es jetzt auch noch mal ganz viel zu sagen, aber so viel kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen. Ich kann nur noch zusammenfassen, dass Tessita Dean ganz oft wirklich das Medium 16mm Film in den Vordergrund ihrer Betrachtungen rückt. Sie hat zum Beispiel in der Tate Modern in der Turbinenhalle diese Arbeit Film gemacht, die wirklich eine Hommage war an den analogen Film. Und der ist so zentral, das Licht ist so zentral für den analogen Film, deswegen interessiert sie das auch immer so. Meine Interpretation wäre jetzt auch noch, dass sie eben auch diese Rasterfassade, also sozusagen wie Frames von analogem Film betrachtet, wo die Sonne sich drin spiegelt und wo etwas festgehalten wird. Und deswegen ist mein Interpretationsansatz über diese Arbeit, dass sie eine Arbeit ist über das Bildwerden eines Films durch Licht und Reflexion.
gebündelt und gespeichert auf vergänglichem filmischem Material, weil 16mm Film ja wirklich ein obsoletes Medium geworden ist. Und die stillgelegte modernistische, auch obsolete Architektur fungiert hier vor allem als eine Projektionsfläche und ein Spiegel für Gedanken über dieses obsolete Medium. Genau, das war mein kleiner Crashkurs.